Ein freundliches Hallöchen, ich bin's mal wieder, euer Master 85 LP. Wir machen heute weiter unsere Ernte. Mir ist gerade Kopfhörer vom Kopf gerutscht. So soll auch mal vorkommen, aber jetzt müssen wir mal weitermachen, dass wir hier wenigstens süß durchkommen. Werden wir uns jetzt noch ein paar Spuren wegnehmen hier unten, dass wir hier ordentlich das Vollbinde haben, dass ihr ordentlich drehen kann. Aber nun müsste auch unser Abfahrer endlich mal da sein, dass wir hier weitermachen können. Sonst haben wir nämlich gleich ein Problemchen und da ist auch schon wieder unser Abfahrer. Und er lädt auch schön auf. Er hat auch schön in der Spur. Leider im Acker. Das ist nicht so schön. Aber sonst hätte man es nicht hingekriegt. Das Abtanken. Aber dahinter ist auch schon Balle ziemlich voll. 70%. Da passt also noch ein Bunker drauf. In der Hoffnung, dass er uns gleich in den Popo fährt. Dann fährt er nämlich auch gleich abfahren. In der Hoffnung, dass es hier wunderbar weiterläuft mit ihm. Aber wir müssen uns wirklich schaffen, schaffen, schaffen. Sagt, nach dem Part werde ich nochmal in Runde rendern. Gleich hochladen, dass ihr hier was habt. Denn ich sitze hier in der Nacht und nehme es auf hier. Den letzten Part habe ich in der Nacht noch aufgenommen, denn sonst hätte ich ja nicht mehr gehabt und deswegen müssen wir uns mal ein bisschen sputen, dass wir hier ein bisschen mehr ins Feld ankommen. Aber wir wollten noch mal gucken, was unsere Sämaschine hat. Die hing doch irgendwo fest. Das war nicht so schön von der Sämaschine. Aber so wie es aussieht, werden wir auch das noch schaffen. Hinbekommen. So, und da steht auch unser Abfahrer, aber jetzt setzen wir uns wieder auf den Drescher und lassen ihn weitermachen. So, dass wir hier zügigst dieses Feld runter bekommen und unsere Bahn hier nach und nach wegzuschnippeln. Wir haben uns hier noch mal ein bisschen sputen müssen und ein paar Euros noch machen und daher heißt es jetzt hier zügig durchzuziehen. Unsere letzten 100 Meter auf der Bahn zu machen und dann eine neue anschneiden, in der Hoffnung, dass es dann besser weitergeht. Wenn der abfährt, werden wir uns in überspringen. Hoffentlich schaffen wir das mit dem Tankvolumen her. Müsste aber passen. Deswegen hauen wir uns erstmal richtig rein. Kann auch nicht durchbeißen. In der Sache macht es nämlich ein paar kleine Problemchen. Nur durchbeißen und rammeln. Jetzt schneidet werde ich. Das gibt nämlich bloß R. Aber nun haben wir auch schon über das erreicht hier und daher drehen wir uns gleich um. So. Setzen gleich nochmal neu an. So, dass er hier schön ordentlich reinzieht. Und damit haben wir es auch wieder geschafft. Schieb erst einmal an, lassen ihn laufen. In der Hoffnung, dass der Traktor gleich angesteuert kommt und anfährt. Mal wieder müsste der auch bald voll sein. Hier lassen wir uns halt mal ein bisschen zügig durcharbeiten, aber dass wir hier ordentlich was wegkriegen. Der hat auch vollen Schnitt 6 Meter, denn wir was Großes können wir uns noch nicht leisten und daher werden wir uns einmal zusammenreißen müssen und ein paar Euros machen, dass wir hier zügiger durchkommen. Dann müssen wir halt auch die Gas runterbeißen. Und dies und das und jenes. Und das wird noch einiges werden, was wir noch runterzubeißen haben. Aber wir werden irgendwie schon das Feld runterkriegen. Auf was holen wir uns ein paar größere Hänger. Und werden uns noch ein Zelli holen müssen. Und eine AW80 oder zwei AW80s ran. Das hier mit einem vollen Zug abfährt. Beziehungsweise eben AW80. Und den ja vom Silo wegfahren lassen. Aber er hat schon mal bemerkt, dass ich hier bald wieder voll bin. Er ordnet sich auch ganz gut in. Aber ich hoffe, dass er jetzt endlich mal voll wird, der Kleine. Dann kann er nämlich gleich abfahren, auch so wie es aussieht. Lass uns mal überraschen, ob der Fendt es wegschafft. Ob der überhaupt da unten ankommt oder nicht. Das ist die nächste Frage.
Aber müssen wir halt mal wirklich ein Auge drauf behalten. Und er ist voll. Und düst auch gleich los. Aber wir könnten mal hier gleich mit denen anhalten. Und mal gucken, warum unser Helfer nicht mehr möchte. Ach, er hat sich mal wieder festgefahren. Er hat sich mal wieder festgefahren und das war gerade mein Handy, das gerade ausgegangen ist. Ist auch ganz gut, mal ein bisschen Ruhe. Aber er fährt jetzt gerade ab, aber wir können hier weitermachen. So, dass wir wenigstens das Feld noch unter die Bissen kriegen. Aber diesmal werden wir noch einen Spurversatz machen. Daher werden wir uns jetzt zügig lang hin machen müssen. Und uns süß hier die Fläche runterbeißen. Daher sputen wir jetzt mal ein bisschen. Bevor der Abfahrer wieder da ist, müssen wir halt den nächsten Bunker voll haben. In der Hoffnung, dass er es schafft. Das Abfahren. Aber da lassen wir uns halt mal überraschen, wie es hier nun weitergeht mit ihnen. Ob wir uns wirklich noch einen zweiten holen müssen. Aber da fährt er gerade ab. Aber wir sind auch schon mal fast halb voll. Daher wird es wahrscheinlich ein bisschen kritisch, das durchschneiden. Aber kann man dich schon mal rausheben. Denn du wirst ja nicht mal viel schneiden. Wir sind jetzt bei plus 2. So, dann drehen wir uns gleich mal um. Können wir mit der 5 weitermachen. Und 3, dass wir hier bei der 5 weitermachen, 2, dass wir den hier durchschneiden können und dann drehen können, dass wir nach und nach die Ecke ausschneiden können, und deswegen müssen wir noch ein bisschen sputen, sodass wir wenigstens hier süß durchkommen und noch ein paar Schwale schmeißen. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich zeitnah uns mal eine neue Presse holen müssen. Den Traktor, aber erstmal die Hand runterkriegen. Denn so viel Geld aufs Konto haben wir auch leider nicht mehr. Und die Bahnen sind halt 500 Meter lang hier, über 500 Meter, fast 600 Meter, denke ich mal. Und deswegen müssen wir uns einmal zügig lang hinarbeiten, dass wir ein paar große Züge weg zusammenkriegen. Ein bisschen Taschengeld. Ah ja, sputen wir das mal ein bisschen, dann können wir uns Kühe leisten. Die der Moorprinz. Und der ist gerade am Silo. Aber der ist auch ganz schön zügig unterwegs. Wir haben nicht mal in der Bahn geschnitten. Aber mal gucken, wann er hier ist. Aber guten ganzen 20.000. Das bringt doch schon mal ein bisschen was ein. Und daher werden wir uns jetzt zügig lang hin machen. Innen laufen, dass wir noch ein bisschen paar Euros mal paar Taler machen. Und daher müssen wir uns mal sputen, sputen, sputen. Aber meine größte Befürchtung ist, dass wir nicht durchkommen. Und daher werden wir uns jetzt mal ein bisschen hier in Auge auf die Ernte behalten. Ich will bloß hoffen, dass wir noch die 80, die 30% drin kriegen. Dass es bloß noch 30% sind und noch drehen können. Aber wie gesagt, die langen Bahnen sind halt ein bisschen schwer zu schneiden. Aber wir werden auch schon was hinkriegen. Und so haben wir auch schon mal 80% erreicht. Blinkt gleich off. Oh, wir blinken ja schon off. Aber wir müssen uns jetzt sputen, sputen, sputen. Lassen wir ein paar Euros machen. Deswegen müssen wir halt noch ein bisschen lang hinmachen, denn wir wollen uns noch einen LKW holen. Und diesen, das und jenes, und daher müssen wir mal ein bisschen ordentlich lang hinarbeiten. Und daher heißt es arbeiten, bis der Doktor kommt. Wie gesagt, Ernte ist halt immer die Sache. Wie gesagt, die Karte ist hier bloß auf der Ernte ausgelegt. Produktion werden wir auch ein paar zunehmen. Aber erstmal müssen wir uns ein paar Euros verdienen, dass wir hier wenigstens noch was hingestellt kriegen. Aber wir haben schon mal das Problem. Dankvoll.
Und wo ist unser Abfahrer? Wo ist er denn? Er kommt gleich an. Er ist gleich da. Was wollen wir hoffen, dass er uns gleich ansteuert und nicht ewig im Kadar wartet? Dann kann man nicht die Bahn noch wegschnippeln und da kommt auch angerobelt. Und fährt uns gleich an oder fährt er noch weiter? Hält an, macht Plan schon mal auf. Und hat mitgekriegt. Nö, steht da. Ach, er hat mitgekriegt, dass wir stehen. Mit einem vollen Kontank. Mit Weizen drin. So, aber er müsste jetzt da. Wo ist er denn? Da kommt er gerade an. Fährt sich ja auch nicht feste. Sieht immer noch eine Sie. Und dann werden wir auch gleich mal weiterfahren, dass wir wenigstens noch den Schnitt wegkriegen. Dass wir hier gleich zeitnah weitermachen können, müssen wir uns halt mal ein bisschen sputen. Und daher heißt es erstmal ein paar Beete anschneiden, das Beet herunterbeißen, dass wir hier in der Mitte stehen kann. Unsere Abfahrerin ordentlich lang hin machen kann. Deswegen müssen wir mal ein bisschen sputen. Aber so wie es aussieht, ist das auch schon mal ein Dreiviertel Hänger voll. Und sogar über einen Hänger, Eiberhänger voll. So, aber in Hoffnung, dass es jetzt wegfährt. Na, fährst du? Okay, und jetzt fährt sie. So, aber erstmal müssen wir uns wieder entordnen, dass wir uns wieder einordnen können. Und jetzt weiter. In der Hoffnung, dass sie nicht festgefahren hat. Sonst gebe ich ja eine kleine Meldung. Aber wir müssen uns unseren Acker runterbeißen und daher müssen wir uns noch ein bisschen sputen. Denn wir haben uns noch knapp 500 Meter vor uns zu schneiden und daher sputen wir uns mal ein bisschen. Dass wir wenigstens den Schnitt runterkriegen. Ja, heißt jetzt Ernte, 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 so dass wir unser Erntekönig mal erreichen. Ein paar hundert Hektar machen. So lange wird es ja nicht dauern und daher werden wir auch den Schnitt fertig machen. Das ist auch schon mal ein paar zu Ende. Wie gesagt, früh ist um 9 Uhr. Noch nicht viel. Ein bisschen Taschengeld verdient, aber auch nicht viel. Und daher heißt es jetzt einmal schnell ein bisschen Weizen Ernte. Dann machen wir unser Saatgut wahrscheinlich demnächst selber. Wenn ich es noch drin habe. Also lasst euch überraschen, was hier als nächstes noch auftaucht an Geräten, Maschinen und Co. Aber wir müssen uns einmal unseren Acker fertig machen. Dass wir hier auf den grünen Zweig kommen mit denen hier. Dreschen wir halt mal eine Runde. Und verdienen uns noch eine goldene Nase. Erstmal so, dass wir hier wenigstens uns einen Vollernter holen können, dass wir die Kartoffeln rauskriegen, dass wir die Rüben rausholen können. Und daher heißt es jetzt zeitnah die Fuhre fertig machen, weiter zu arbeiten, ordentlich zu arbeiten, dass wir viel wegbekommen und hoffentlich unsere Abfahrarbeit ansteuert. Wenn hier pro Reihe etwas mehr als einen halben Bunker, so wie es aussieht. Knapp, ja, etwas mal als einen halben Bunker. Ist halt nicht gerade wenig, was hier steht. Aber wie gesagt, das müssen wir machen. Sonst kommen wir nicht über die Runden. Und deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Bis vielleicht zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Lasst doch einfach was da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt auch gerne mal ein paar Verbesserungsvorschläge schreiben. Was ich hier ändern soll. Oder ob ich so bleiben soll. Einfach mal reinschreiben. Vielleicht kann ich euch was helfen bei. Und daher lasst einfach was da. Aber es könnte auch bald mal der Helfer angefangen kommen. Was er momentan nicht macht. Aber ich werde schon mal gucken.
Wenn wir voll sind, müssen wir halt mal gucken, was unser Kasimir schon mal Problemchen hat. Was der für Sorgen hat. Aber wir müssen wirklich das Feld einmal runterbeißen. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85 LP.